Freunde, was geht und willkommen zurück zu einem neuen Masters Video. Heute sammeln wir bei Steven aka Troy. Das Banner ist endlich da. Und wie bereits in einem anderen Video gesagt, bitte dieses Banner skippen. Ich hoffe, ihr habt in diesem Banner keinen einzigen Gem investiert, der ist eh Jebate, sein Vater. Müsst euch mal überlegen. Die beiden Featured Pairs sind Lyra und Briggs mit 1%iger Chance. Der Rest 0,3. Ganz ehrlich, hier in einem Festival-Banner haben wir 10%ige Chance aus dem 5-Star. Der Rest ist zwar 0,5, aber ihr habt eine viel höhere Chance, da Lyra oder Briggs sogar rauszubekommen als im anderen Banner. Meiner Meinung nach. Ihr könnt natürlich anderer Meinung sein. Wir gehen aber rein. Wir haben 29.580 Gems. Ich habe gehofft, ich krieg noch die 30k zusammen, aber unlucky, I guess. Whatever. So. Wir haben einmal ein Hinata Kapi. So, dann direkt ein Multi. Ich finde, bei diesen Festival-Bannern kann man direkt Multis machen. Diese Multi ist richtig sick. Vor allem, was ich mal alles auf Screenshots gesehen habe, war schon richtig krank. Aber wir haben, glaube ich, nicht so Riesenluck, dass wir mehrere Five-Stars in einem Multi kriegen irgendwie. Ich weiß nicht warum. Unlucky, nochmal Hinata Kapi. Und das ist Otero. Otero, cool. Otero hatte ich noch nicht. Nehme ich sehr gerne mit. Sick, danke dafür, Game. Dann haben wir einmal Mibrana, das Pokémon, das vibriert Kapi. So, dann alles Dupes, ne? Alles Dupes. Alles Dupes. Udis, sag nicht schon wieder Fernentor. Er muss ja, ist ja ein Eis-Pokémon. Okay, jetzt haben wir zwei Five-Stars in einem Multi. Ich habe es gejinxt. Geil. Kriegen wir einen dritten Five-Star hin? Auch vielleicht einen dritten Five-Star, der nicht useless ist? Okay. Gut, wir haben Otero gezogen. Nehme ich mit, ist ein neuer Five-Star. Und der ist nicht wirklich useless, von daher akzeptiere ich. Nehme ich mit. Venator kann das Game aber sehr gerne behalten. Den kannst du bitte gerne wieder zurücknehmen. Einmal refunden, please, gegen ein anderes 5-Star-Mon. Danke. So, wen kriegen wir hier? Ich hoffe ja trotzdem immer noch auf Floink und Zebritz. Die will ich auch noch haben. Wäre sehr sick. Und dann einmal Steven, bitte. Ich will Wolverock irgendwie gar nicht mehr haben. Also die neue Form natürlich, ne? Kukui Wolverock. Ich glaube, das ist Zitomega, ne? Ja. Das ist Zitomega und das ist 2 von 5, okay. Und das ist Zebritz. Nice. Sick. Sick. Also dieses Steven Banner. Und dieses, das ist Kanimani, oder? Come on, Mann. Verfolg mich doch nicht. Bitte geh einfach weg. Ich wollte gerade sagen, dieses Steven Banner, das treatet uns richtig gut. Das ist der dritte Five-Star. Aber Dupe City und vor allem Kanimani. Ey, was ist das für eine Chance? Es gibt so viele Five-Stars und wir bekommen Kanimani, Alter. Bruder, da muss ich dann los. Okay, was hatten wir hier? Rollum und hier hatten wir Zitomega. Okay, das heißt, 3 Five-Stars, was ganz gut ist. Plus Zebritz, mega gut. Aber hätte Kanimani vielleicht nicht Floink sein können? Hätte das Game nicht einmal gutes Auge machen können? Naja. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, was ihr so gezogen habt. Habt ihr Steven gezogen? Ja, nein? Ich offensichtlich noch nicht. Oh nein, das ist nicht mal ein 5-Star. Oh, shit. Shit, der Summon ist trash. Dann gehen wir da einmal durch, ohne Animation zu skippen. Weil ich einfach sehen möchte, welche ich doch noch bekomme. Oh, shit. Der tut weh. Der tut weh. Wir machen noch ein Single Summon. Jetzt sind wir 10k Gems runter. 10k Gems. Ey, wird das wieder wie bei Knackrack? Nee. Ein Cognodon-Dupe, okay. Gut.
Dann gehen wir weiter rein in die Multis. Ich hoffe ja, dass wir ihn bekommen. Aber Game sagt, glaube ich, nein. Komm, werd eine 5-Star-Tür. Lass es Steven sein. Lass mich happy sein. Hau vielleicht noch einen Floin. Okay, wir fangen direkt mit Wumme an, den ich noch nie gezogen habe. Das ist irgendwie traurig, aber ey. Jetzt haben wir auch Wummer. Der wummt den, man. Okay. Wummer haut jetzt Steven. Ich glaube, das ist Steven, ne? Das müsste Steven. Nein, das. Wait, what? Lyra? Oh. Oh, okay. Ich dachte gerade Steven, weil ich habe das noch nie gesehen, aber ich habe Lyras Summon-Animation, to be honest, auch noch nie gesehen mit den neuen Animationen, also mit diesen Bildern. In keinem Video, if I'm being honest, in keinem Video. First time here. Aber das war's, glaube ich. Ich glaube, das war nur Lyra. Ja. Lyra und Wumma. Gut. Gehen wir tiefer? Ja, komm, wir gehen tiefer. Scheiß drauf. Ob jetzt nach diesem Banner noch ein krasseres Banner kommt für das 6-monatige oder nicht, I don't know, wir gehen einfach krass rein. Who cares, Alter? Oh Gott. Oh Gott, bitte lass es ein Fake-Out sein. Nein, ist es nicht. Das tut weh. Das tut weh. Also ich würde sagen, ich mache noch einen Multi und dann die restlichen Singles Summon. Ich glaube, das sind 3 Stück, die wir noch machen können. Und dann war's das fürs Erste erstmal bei Troy. Ich bin mir sicher, ich werde eine zweite Runde machen. Ich denke schon. Wann, weiß ich nicht. Schauen wir mal. So, was bekommen wir hier? Udis, Granbul? Udis, Mebrana? Udis? Wie heißt dieser Fettsack eigentlich nochmal? Frostbizau oder Frost... irgendwie sowas? Ich weiß es gar nicht mehr, Mann. Jetzt stalkt uns Granbul. Davor hat uns immer Ultrigaria gestalkt. Jetzt stalkt uns Granbul, ja? Okay, Machomai. Nur wieder ein Zytomega-Dupe. Kannst du behalten, Game? Danke. Danke. Sonfell Ponita Dupe. Sick, okay. Leider nichts geworden. Leider nichts geworden. Das heißt, wir haben in fast 20.000 Gems Tebritz und Ottero bekommen. Ein theoretisch von den 5-Stars, die neu sind. Sonfell, okay. Okay, das ist tatsächlich... tatsächlich, glaube ich, leider ein schlechteres Festival-Summon. Schade. Egal. Bekommen wir eine 5-Star-Tür? Nein. Leider nicht. Leider nicht. Gut, der letzte Summon erstmal für dieses Video. Ich bin mir sicher, ich mache ein Part 2. Wann, weiß ich noch nicht genau. Naja, egal. Das wird auf jeden Fall ein Community-Summon. Lasst mich in den Kommentaren wissen, solltet ihr hier mitziehen mit einem Community-Summon, was ihr gezogen habt. Game eurer Wahl, ist mir egal welches. Ich ziehe runter. 3, 2, 1, go. Ah, wird das noch ein Fake-Out? Nee, glaub nicht. Kann natürlich, ich glaube aber nicht. Nee, Pelipper. Naja, sei uns erstmal nicht gegönnt. Schade, Marmelade. Mein Wolverock, Evoli, Floink und so fehlt uns noch. Aber irgendwann kommen die auf jeden Fall. Also Steven will ich definitiv haben, weil er eh ein Festival-Banner ist. Und sonst ist er mal wieder weg, wie immer, Bruder. Er haut wieder ab. Naja.
Nichtsdestotrotz, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen rum, das supports Kamot, Leute. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen möchtet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ich bin raus. Peace, Mann.